Ja, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Einige von euch werden es bestimmt schon mitbekommen haben. Ich bin gerade dabei, ein paar meiner alten Videoreihen komplett zu überarbeiten. Da wird es demnächst super viele neue Videos geben. Und heute habe ich für euch ein neues oder eben ein altes, auf jeden Fall ein Classic Building on a Budget. Ich habe euch ein neues Deck mitgebracht und ich habe das Ganze eben ein bisschen optisch überarbeitet. Bin super gespannt, was ihr dazu sagt, denn ich möchte das Ganze demnächst auch so ähnlich für die Commander-Decks nehmen. Natürlich eine neue Modern Reihe ist geplant und auch für Pauper-Decks soll das Ganze benutzt werden. Bin also super gespannt, was sie sagt. Auch in Kombination mit der neuen Anfängerreihe sind dann ganz viele Deck-Checks, Budget-Decks geplant für alle möglichen Formate. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Gibt also demnächst ordentlich neuen Content. Und wenn ihr wie immer Bock auf das Ganze habt, über einen Daumen hoch und auch ein Abo, würde ich mich mega freuen. Würde hier den Kanal und die Videoreihen super unterstützen. Wäre auf jeden Fall richtig cool von euch. Und an der Stelle geht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an unseren heutigen Sponsor Magemark, dem mobilen Marktplatz für Magic-Karten. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche nach neuen Karten oder sogar dem heutigen Deck aus diesem Video seid, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos zu Mage Market, auch die Links zur Handy-App, das dort nämlich alles sehr schön verknüpft. Könnt euch sehr gerne mal umschauen. Und ja, das waren auf jeden Fall alle wichtigen Infos von mir vorweg, wie immer gilt. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sehr gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Jetzt schauen wir uns endlich mal hier das neue Classic Building on a Budget und natürlich auch das heutige Deck an. Los geht's, viel Spaß! So, willkommen zurück. Wie immer die wichtigsten Infos vorweg. Die allerwichtigsten Infos habe ich euch oben schon mal eingeblendet. Ich habe ein neues Vampir-Deck nämlich für heute gebaut und ich habe auch eine neue Deckübersicht für euch angelegt. So sieht das Deck komplett in der Übersicht aus. Könnt ihr schon mal einen ersten Blick drauf werfen. So könnt ihr wirklich einen anständigen ersten Blick drauf werfen, würde ich mal sagen. Mir gefällt das so viel, viel, viel besser. Wie gesagt, Feedback sehr gerne gesehen. Falls ihr auch noch Ideen habt, irgendwie Bonusinfos, was ich noch einbauen könnte, gerne einen Kommentar da lassen. Ich schaue dann, was sich machen lässt. Aber so könnt ihr auf jeden Fall hier schon mal den ersten Blick auf unser heutiges Budget-Deck, das Vampir-Deck, werfen. Ich wollte halt ein paar neue Karten in einer neuen Liste einfach verbauen. Jetzt mit Modern Horizons in der zweiten Reihe hier der Cordial Vampire neu erschienen. Den wollte ich auf jeden Fall mal in so einer Budget, in einer Vampir-Liste auf jeden Fall unterbringen. Und das neue Standard-Set War of the Spark hat halt auch super viele coole, sehr flavorvolle Karten für das Vampir-Deck. Die wollte ich halt auf jeden Fall auch verbauen. Also ein paar neue, ein paar ältere Karten habe ich hier kombiniert zu einem schönen Freizeit-Deck. Das Ganze eben relativ preiswert gehalten, aber auch vom Power-Level super, super stark. Selbst wenn ich das Deck jetzt noch besser machen würde, würde ich halt am ehesten wie immer an der Mana-Base anfangen. Das Power-Level ist auf jeden Fall schon sehr gut. Man kann da wirklich nicht super viel mehr rausholen. Das geht generell schon immer bei den Budget-Decks. Ein bisschen muss ich ja immer vom Power-Level abziehen, eben für den Preis. Aber so kann man auf jeden Fall nichts sagen, würde ich sagen. Ein richtig starkes Freizeit-Deck kann man ordentlich mit zocken. Und ja, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt wirklich auch mal die Einzelkarten an. Was soll das Deck hier im Detail machen? Weiter geht's. So, wir beginnen wie immer ganz unten in der Mana-Kurve im Ein-Mana-Bereich bei unseren One-Drops. Heute hier 4x Skymarchers Aspirant und 2x Legion's Landing. Wirklich häufig gespielte Karten, falls ihr ein bisschen im Standardformat unterwegs seid. Wird zwar nicht so viel mit den Vampiren gespielt, ist durchaus machbar, aber diese beiden Karten sehen wir halt ganz oft in den White Weenie Agro-Decks. Sind hier als Vampir-Karten natürlich super für unser Vampir-Budget-Deck. Sind halt super gute Karten. Der Aspirant 1-Mana, 2-1, also 1-Mana, 2-Power. Das ist immer spielbar. Wir sind zwar kein super aggressives Deck, schon so ein bisschen langsamer. Wir wollen uns schon so 2-3 Runden vorher ein bisschen aufbauen, aber wir können halt nicht alles mit super viel Mana einfach ausspielen. Wir brauchen auch ein paar preiswerte Karten und der Aspirant ist da auf jeden Fall eine super gute Karte. Später mit dem Segen der Stadt kriegst du noch Flugfähigkeit, kann so den Schaden ganz gut an den Gegner bringen. Ist auf jeden Fall eine super solide Karte, genau wie rechts Legion's Landing. Super, super gut. Würde man jetzt hier in einem deutlich aggressiveren Deck wahrscheinlich öfters spielen. Brauchen wir hier, glaube ich, nicht ganz so oft. Zweimal reicht auf jeden Fall. Das Enchantment bringt wie immer seinen eigenen Spielstein mit, das ist schon mal gut. Und wenn wir später dann mit drei oder mehr Kreaturen angreifen, dürfen wir das Ganze transformieren. Adanto the First Fort, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wird dann zu einem Land, rampt uns ein bisschen nach vorne. Das ist auch auf jeden Fall ein super guter Effekt. Mana nehmen wir immer. Wir haben halt auch ein paar etwas teurere Karten im Deck und später überflüssiges Mana können wir dann hier mit dem Land immer noch in Vampir-Spielsteine verwandeln. Wir wollen, wie gesagt, immer ein bisschen Masse aufbauen. Super guter Effekt hier im Ein-Mana-Bereich. Wollen wir auf jeden Fall beide spielen. Sehr gute Karten, aber wirklich interessant wird es dann ja erst im 2-Mana Bereich eben schon kurz angesprochen. Hier unser Cordial Vampire, die neueste Ergänzung quasi für das Deck. Wirklich eine coole Karte, muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. 2 Mana 1-1. Wenn er selber oder irgendeine andere Kreatur stirbt, also nicht nur bei uns, sondern auch beim Gegner, dann gibt es eine +1/+1 Marke für jeden Vampir, den wir kontrollieren. Und das kann halt eben super schnell eskalieren, wenn wir den Cordial Vampire auch 2, vielleicht sogar 3-mal im Spiel haben. Jede Kreatur, die dann stirbt, verstärkt unser Team einfach immens. Ein super guter Effekt, wenn man hier auf jeden Fall 4-mal spielen. Wir können halt immer mit unseren Kreaturen
blocken oder angreifen, wie wir wollen, ist sogar gut für uns, wenn die Kreaturen sterben. Sowas rechts wie hier der Dusk Legion Zealot, der ersetzt sich ja eh selber, wenn er ins Spiel kommt, dürfen wir eine Karte nachziehen und solche Kreaturen sind natürlich perfekt zusammen mit dem Cordial Vampire. Können wir schön aggressiv spielen, wenn wir möchten. Gleichzeitig wird unser Team immer stärker, also hier im 2-Mana-Bereich die beiden auf jeden Fall gesetzt, aber noch ein paar neuere Karten. Der Legion's Lieutenant kennen wir auch auf jeden Fall aus den Standard-Vampir-Decks. Der ist immer solide, ein 2-Mana-Lord. Als Ankommen wollen wir auf jeden Fall zocken. Wir haben ja gleich noch so ein paar Token-Karten. Wie gesagt, wir wollen so ein bisschen Masse aufbauen, wenn wir dann jedem Spielstein nochmal so einen Bonus-Effekt +1/+1 geben, denn die Werte, die eskalieren halt einfach relativ schnell. Für wenig Mana kriegen wir halt echt viele Werte. Ist auf jeden Fall eine gute Karte und dann noch dreimal rechts Cruel Celebrant, so vom Flavor her einfach die perfekte Vampir-Karte, wie ich finde. Wir können halt weiterhin schön aggressiv spielen oder eben auch blocken, wie wir wollen. Immer wenn bei uns eine Kreatur stirbt oder eben sie selber, verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Jeder Gegner verliert sogar einen Lebenspunkt. Und wir kriegen einen Lebenspunkt. Kennen wir so aus den Aristocrats-Decks. Braucht man ja jetzt hier nicht unbedingt viermal. Wir wollen halt nicht selber so Kreaturen opfern. Das wäre eher so ein bisschen so ein Combo-Deck. Da werde ich am Ende auch nochmal drüber reden. Aber hier dreimal Cruel Celebrant ist nochmal auf jeden Fall völlig in Ordnung, um so den 2-Mana-Bereich abzurunden. Wir haben halt schon echt viele Karten im 2-Mana-Bereich. Sie ist aber eine sehr gute, flavorvolle Karte. Wollt hier auf jeden Fall gezockt haben. Und im 3-Mana-Bereich haben wir dann als erstes zweimal Mavrin und einen Captivating Vamp. Vampire links, Mavrin als erstes, schon immer super solide Vampirkarte, haben wir auch glaube ich zusammen schon öfters in Decks verbaut. Hier in dem Deck jetzt speziell hat er mir auf jeden Fall zweimal gereicht. Als legendäre Kreatur wollen wir ihn halt auch nicht super oft ziehen. Sein Effekt, dass er zusätzlich Vampir-Spielsteine machen kann, ist natürlich super, super solide. Aber da wir eben selber recht viele Vampir-Spielsteinkarten spielen, zeige ich euch ja gleich noch, ist sein Effekt eben nicht so 100% optimal. Zweimal fand ich ihn hier auf jeden Fall genug. Da dachte ich mir, statt einen dritten Mavrin spiele ich viel lieber noch einen Captivating Vampire. Einfach für den Vampir-Flavor, damit wir auch mal eine gegnerische Kreatur übernehmen können. Das funktioniert natürlich nicht in jedem Spiel, aber für den Flavor fand ich das schon wichtig. So ein zusätzlicher Lord-Effekt ist halt auf jeden Fall immer in Ordnung. Und unten die aktivierte Fähigkeit, Tappe 5, ungetappte Vampire, die du kontrollierst, übernehmen die Kontrolle über eine andere Kreatur und sie wird zusätzlich noch zu einem Vampir. Also die Vampir-Horde stürzt sich auf die andere Kreatur und dann ganz typisch Vampir. Wer gebissen wurde, wird selber ein Vampir, ist ein Teil von unserem Team. Fand ich, das musste einfach noch sein, ist halt eine super gute Karte. Kann man hier auf jeden Fall zocken und dann jetzt eben die erste Token-Karte, Queen's Commission, auch hier im 3-Mana-Bereich. Wir wollen halt wirklich ein bisschen Masse aufbauen mit den ganzen Karten, die ihr eben gesehen habt. Captivating Vampire, die ganzen Lord-Effekte und natürlich der Cordial Vampire. Da brauchen wir wirklich ein bisschen Masse. Wir brauchen wirklich ein paar Karten, die dann mehrere Kreaturen ins Spiel bringt, damit wir eben diese kritische Masse aufbauen können, dann schön angreifen können und dann werden unsere Kreaturen parallel halt immer stärker. Also so ein paar Token-Karten sind auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen im 4-Mana-Bereich auch nochmal Call to The Feast. Hier gibt es eben auf einer Karte direkt drei Vampir-Spielsteine und zusammen mit den ganzen Lord-Effekten und den anderen Effekten wirklich eine gute Karte, wollte ich auf jeden Fall hier zocken und weil ich die Karte einfach super cool fand. Rechts passt halt auch super in die Strategie. Bloodline Keeper kann halt selber nochmal Vampir-Spielsteine produzieren, halt nicht die 1-1er Lifelink-Token, sondern 2-2 fliegende Vampire, also mit einer Ausweichfähigkeit ist halt auch super gut selber, 4 Mana, 3-3 fliegend, völlig in Ordnung. Für ein schwarzes Mana können wir sie transformieren, können das aber nur machen, wenn wir 5 oder mehr Vampire kontrollieren. Deswegen auch die ganzen Token-Karten kriegen wir aber super easy hin. 5 Vampire auf dem Feld, durchaus machbar und dann transformiert sie in den Lord of Lineage, auch super gut. 5 fliegend, großer Lord, alle anderen Vampire kriegen bei uns +2/+2 und ebenfalls kann sie dann noch 2-2er Vampire mit Flugfähigkeit ins Spiel bringen, wenn wir sie tappen. Also nochmal ein super guter Lord hier am Ende der Kurve und dann wirklich ganz am Ende der Kurve im 5-Mana-Bereich noch zweimal der Champion of Dusk. Falls uns mal die Handkarten ausgehen, können wir hier zusätzliche Karten nachziehen. Wenn er das Spielfeld betritt, ziehen wir X Karten, verlieren X Leben, wobei X natürlich die Anzahl ist der Vampire, die wir kontrollieren. Das können durchaus mal 5, 6, 7, 8 Karten sein, da aber unsere Vampire sehr oft Lifelink haben. Wir kriegen halt wirklich sehr viele Lebenspunkte zurück. Auch Cruel Celebrant. Immer wenn eine Kreatur stirbt, das ist halt mal ein Lebenspunkt hier, mal ein Lebenspunkt da. Das addiert sich recht schnell und wenn wir dann eben später nochmal 4, 5, 6 Karten nachziehen können, das ist halt richtig, richtig stark. Also am Ende der Kurve hier nochmal zweimal der Champion of Dusk. Und das waren wirklich die wichtigsten Kreaturenkarten. Auch wenn ich die Tokenkarten euch schon gezeigt habe, das sind ja irgendwie Kreaturenkarten. Aber wir haben ja noch andere Zaubersprüche, also nicht Kreaturen-Zaubersprüche. Hier habe ich mich natürlich wegen des Flavors zweimal für den neuen Sorin entschieden. Sorin, der Vengeful Bloodlord. Super coole Karte, spiele ich halt richtig, richtig gerne. Hier ist halt nochmal zusätzlicher Lifelink auf seiner Static Ability für all unsere Kreaturen. Also Lebenspunkte haben wir wirklich mehr als genug. Wenn wir dann mal Karten mit dem Champion nachziehen, gar kein Problem. Sorin, super tanky.
plus 2, also er ist auch wirklich schwer, einfach umzutreten für den Gegner, wenn er irgendwie nicht direkt Planeswalker-Removal hat. Und falls die Spiele mal länger dauern mit seiner Minus-X-Fähigkeit, können wir halt immer wieder Vampire aus dem Friedhof wiederholen. Zum Beispiel die Cordial Vampires, die muss der Gegner halt auch immer abschießen, weil halt sonst unser Team einfach viel zu groß wird durch die +1/+1-Marken. Ja, und die beiden Sorins, die können halt die wichtigen Vampirkarten einfach immer wieder aus dem Friedhof wiederholen. Super gut, passt vom Flavor, perfekt in die Strategie. Wollte ich halt auf jeden Fall zocken und recht, zweimal ganz ohne Removal gehe ich halt nie aus dem Haus, zweimal Conclave Tribunal, das ist halt super, wenn wir super viele Kreaturen einfach immer im Spiel haben, mit Convo können wir das Ganze auch noch ohne recht viel Mana einfach wirken, ist ein super flexibles Removal, falls der Gegner wirklich mal eine fiese Karte hat, irgendein Artefakt, ein Enchantment oder eine wirklich gute Planeswalker-Karte, so zwei, dreimal das Tribunal in so einem Kreaturendeck, das schadet wirklich nie, wollte hier auf jeden Fall zocken und die Mana-Base natürlich neben den ganzen Standardländern. Dann habe ich ein paar Dual-Länder verbaut. Hier bei den Vampiren können wir uns das halt relativ einfach machen. Gerade in einem Budget-Deck würde ich halt immer das Unclaimed Territory spielen. Hier auf der rechten Seite können wir halt nur Vampirzauber quasi mitwirken, beziehungsweise das Land macht nur farbiges Mana für Vampirzaubersprüche. Das sind aber fast alle Karten bei uns in dem Deck. Und ansonsten ist die Mana-Base auch super sicher wirklich. Aber das Unclaimed Territory, wirklich eine gute Karte, gerade wenn man im ersten Zug, da brauchen wir halt ganz oft weißes Mana für unsere One-Drops. Und wenn wir dann im zweiten Zug doppelt schwarz brauchen für den Cordial Vampire. Das funktioniert halt nicht, wenn man nur Standardländer im Deck hat. Zug 1, eine Ebene, dann kann man im zweiten Zug nicht zwei schwarze Mana haben. Aber mit dem Unclaimed Territory, da geht das halt sehr gut. Würde ich auf jeden Fall zocken. Und links der Concealed Courtyard, da kann man natürlich auch wie immer irgendein Duelland spielen, was man möchte. Ein Painland, ein Checkland. Letzte Woche hatten wir die Isolated Chapel in dem Budget-Deck. Die könnte man natürlich auch nehmen. Je nachdem, wo ihr Lust drauf habt, an der Mana-Base lässt sich ja immer echt viel abändern. Gerade nach oben mit dem Budget. Wir können die Mana-Base ja auch viel teurer machen, als hier das gesamte Deck insgesamt gekostet hat. Ja, das ist halt nicht der Sinn der Budget-Reihe. Selber verbessern könnt ihr aber immer noch sehr gerne. Das ist ja gar kein Problem. Je nachdem, was ihr schon zu Hause habt, da kann man immer ein paar Karten austauschen. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall mal alle Karten hier im Detail erklärt. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was das Deck machen soll. Wirklich ein schönes Vampir-Deck, wie ich finde. Viele Spielsteine, super viele Lord-Effekte, aber auch sehr coole Einzelkarten, die halt einfach zu dem Vampir-Thema passen sollen. Hat mir halt super gut so gefallen. Und zum Abschluss machen wir jetzt noch eine kleine Deckbewertung. Das haben wir ja immer hier gemacht in der Budget-Reihe. Das habe ich natürlich auch beibehalten. Weiter geht's. So, zum Ende gibt's jetzt wie immer noch ein paar Abschlussworte und natürlich die Deckbewertung von unserem heutigen Budget-Deck. So sieht das Ganze dann insgesamt bewertet aus. In dem Bereich Kreaturen und Kreaturengröße habe ich dem Deck mal 4 von 5 Punkten gegeben. Unsere Kreaturen sind halt nicht riesig groß, aber es sind halt echt sehr viele Kreaturen, die verhältnismäßig echt stark werden. Also eine gute 4 von 5 habe ich hier dem Budget-Deck auf jeden Fall geben können, würde ich mal sagen. Und im Bereich Synergie, so als Tribal-Deck, wirklich alle Karten synergieren irgendwie miteinander. Darauf habe ich halt wirklich geachtet, dass man dann schönes Synergie das Deck bekommt. Natürlich 5 von 5 Punkten, dafür aber im Bereich Combo 0 von 5 Punkte. Unser Deck ist halt wirklich kein Combo-Deck, hat kein Combo-Potenzial. Man könnte das Deck allerdings ein bisschen umbauen, wenn ihr da Lust drauf habt. So ein paar Punkte quasi Combo-Potenzial kann man aus dem Deck noch rauskitzeln, einfach wegen dem Cordial Vampire. Da kann man halt so eine Sacrifice-Engine quasi drum bauen. Ihr könnt natürlich auch bewusst Kreaturen opfern, um euer Team hochzupumpen. Da kann man sowas wie den Visara Seer oder den Bloodthrone Vampire spielen, damit man dann wirklich auch immer die Kreaturen opfern kann, wenn man das dann machen möchte. Das Ganze kann man dann halt mit mehr Token-Karten allgemein einfach kombinieren, eventuell dann neben dem Cruel Celebrant auch wieder den Klassiker, den Blood Artist spielen, aber dann wird das halt wirklich eher so ein Combo-Deck und spielt sich dann halt auch ganz anders. Das wäre halt wirklich wieder eine ganz eigene Deckliste, wäre halt auch ein super, super cooles Deck, aber das Ganze geht dann halt wieder irgendwie in Richtung Aristocrats, das hatten wir halt auch schon super viel, das wollte ich hier jetzt nicht so wirklich verbauen, die Strategie ist halt durchaus machbar, gerade mit dem Cordial Vampire, also wenn ihr da Lust drauf habt, selber noch kein Aristocrats-Deck habt, auf jeden Fall umbauen, ist auch super, super gut. Man kann ja auch beide Decks quasi zu Hause haben. Das Deck immer ein bisschen abändern, je nachdem, wie man Lust hat. Also, wenn man jetzt hier sowas wie Blood Artist und die Sacrifice Outlets noch spielen würde, dann hätte das Deck auf jeden Fall so ein bisschen Kombo-Potenzial. Könnte man durchaus machen. Aber jetzt erstmal hier die letzten Bewertungspunkte. Bereich Tempo, 3 von 5. Es ist aber wirklich eine gute 3 von 5. Es hat nicht ganz für die 4 gereicht. Dafür war mir das Deck dann doch ein bisschen zu langsam. Wir wollen uns halt echt ein bisschen aufbauen. Aber dann, wenn der Gegner auch nicht wirklich Interaktion hat, unser Team, also unsere ganzen Kreaturen und unsere Boardpräsenz wird halt sehr schnell riesengroß einfach. Die Kreaturen werden immer richtig stark. Aus den kleinen 1-1er-Token werden dann später 4-4er, 5-5er, 6-6er Lifelink-Kreaturen. Da geht halt echt einiges mit dem Deck. Das dauert aber, wie gesagt, ein bisschen. Ist halt nicht das hyperaggressive Deck. Also eine gute 3 oder eine schwache 4 würde ich hier auf jeden Fall im Bereich Tempo vergeben. Und im Bereich Kartenvorteil, also ehemals Kartenvorteil, ich habe das Ganze jetzt umbenannt in Vorteil einfach. Denn das Deck hier, das kann streng genommen nicht wirklich Kartenvorteil generieren. Das machen ja meistens
zum Beispiel blaue Decks, wo einfach Karten gespielt werden, wo drauf steht, ziehe x Karten, wenn du x Mana bezahlst. Das ist natürlich eine ganz einfache Methode, um Kartenvorteil gegenüber dem Gegner zu generieren. Das kann das Deck hier halt nicht wirklich. Wir haben nicht irgendwie Removal oder Mass Removal, was halt beim Gegner gleichzeitig mehrere Karten zerstören könnte, aber wir können halt auf ganz viele Art und Weise einen anderen Vorteil generieren. Seien es halt zusätzliche Spielsteine durch den Cordial Vampire, die +1/+1 Marken. Wir können halt aus kleinen Token teilweise irgendwie 5, 6, 7 +1/+1 Marken machen. Das ist halt auch eine Art Vorteil, die das Deck generieren kann. Und genau diesen Vorteil kann das Deck halt wirklich gut generieren. Habe ich hier 4 von 5 Punkten gegeben. Ist halt auch recht ungewöhnlich für so ein Deck, aber eben die Vampire, die können das auf jeden Fall ziemlich gut. Gefällt mir halt deswegen auch dementsprechend gut, das Deck. Also Vorteil kann das Deck generieren, gar kein Problem dafür beim Bereich Flexibilität und Control-Potenzial. Nur eine 2 von 5. Ein bisschen flexibel ist das Deck auf jeden Fall, unter anderem auch wegen dem Conclave Tribunal. Aber wir können halt mit ein paar Karten beim Gegner immer ein bisschen interagieren, je nachdem halt, was der Gegner auch wirklich für ein Deck spielt. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit einem grün-schwarzen Midrange-Deck. Die sind ja zum Beispiel super flexibel, oder halt die ganz typischen Control-Decks, die dann eben einen dementsprechend hohes Control-Potenzial haben, aber das soll das Vampir-Deck hier ja auch gar nicht können. Es soll halt wirklich ein Deck sein, was den Gegner auch unter Druck setzt, über seine Kreaturen gewinnt, parallel ordentlich Vorteil generiert, aber auch gleichzeitig schön Spaß macht zu spielen, dabei aber eben auf einem ordentlichen Power-Level ist. Und ich glaube, das haben die Vampire hier echt ganz gut umgesetzt. Das war auf jeden Fall hier die Deckbewertung noch zum Abschluss. Und ich hoffe natürlich, das Video, die Präsentation, so das Ganze insgesamt, hat euch heute nochmal ein bisschen besser gefallen als in den letzten Videos. Wie immer würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Leute, denkt an den Daumen hoch, an das Abo. Das wäre wirklich richtig, richtig cool von euch. Und ja, ansonsten alle wichtigen Infos, wie immer, Decklisten, alles, was ihr brauchen könnt, in der Videobeschreibung. Das war es jetzt erstmal von mir mit dem neuen Classic Building on a Budget, könnte man sagen. Sind wie gesagt super viele Decks geplant, auch aus anderen Formaten. Lasst einfach reichlich Kommentare da. Ich freue mich. Und an der Stelle, Leute, so, das war es jetzt erstmal von mir. Macht euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.